Hallo, wir sind's wieder von Genu. Ute und Nicole. Ganz kurz vorneweg, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr könnt uns abonnieren. Der Abonnieren-Button ist unter dem Video. Dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Aber heute machen wir? Wir machen eine Klatsch und zwar eine mit einem Handbügel. Ich habe über diese Tasche mindestens ein Jahr nachgedacht und war oft im Baumarkt und habe immer gedacht, was könnte man nehmen, um hier eine angenehme Art und Weise zu finden, einen Bügel zu machen. Ich habe im Internet viele Taschen gesehen, da ist da ein Lederriemen oder ein Riemen aus dem Material dann drüber. Das hat mir nicht so richtig gefallen. Das sieht jetzt schon ein bisschen irgendwie den Metall-Look, das hatte schon ein bisschen mehr Sexappeal irgendwie auch in dieses Leder. Und dann habe ich viele gesehen, da ist eine Schleife drüber, das sieht auch gut aus, ist aber eigentlich nicht mein Stil, weil ich nicht so der Romantik-Verschmächter bin. Nicht so der Rüschentyp. Nein. Und deswegen habe ich jetzt hier, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr euch wundert, was das sein könnte. Das sind Federn, die man benutzt, wenn man einen niedernäht. Die gibt es im Kurzwarenhandel, in manchen Läden nur aus Plastik, aber ich habe jetzt auch Läden gefunden, die diese Metallstäbe haben. Ja, und das war dann ist der Rest Geschichte. Ich habe dann die Federn gesehen und habe gedacht, das ist der ideale Ersatz für so einen Bügel. Ich sehe oft im Internet solche Taschen auch von großen Designern und wollte die einfach mal selber machen. Das eigentliche Taschenmaterial ist ein synthetisches Leder. Das ist geil hier. Ja, genau. Und man kann alles Mögliche nehmen. Schaut mal im Internet, da findet ihr auf eBay und Leder oder auch Lederersatz. Man kann es auch mit Leder machen, ganz klar. Mhm. Oben ist ein Reißverschluss drin. Innentasche habe ich auch noch reingemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Und noch ein Verarbeitungstipp. Wer so schwere Stoffe näht, wie Leder oder Lederersatz, sollte unbedingt eine Ledernähnadel nehmen. Also wir haben hier keine besondere Nähmaschine, sondern ganz normale Haushaltsnähmaschine. Aber die verarbeitet dieses Material wunderbar, wenn die Nadel stark genug ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man die überall so kriegt, die Ledernadel. Alternativ könnte man auch eine Jeansnadel nehmen. Also einfach eine schwere, dicke Nähnadel für die Nähmaschine. Ich habe jetzt zwei Stücke zugeschnitten, ein Vorder- und ein Rückenteil für die Tasche. Und zwar 30 cm breit und 25 cm hoch. Zweimal. Und für eine Innentasche, die werde ich so innen aufnähen, 17 cm hoch und so breit wie die Taschenteile. Außerdem brauche ich noch für den Reißverschluss zwei so kleine Patches. Einfach, man braucht es ja nicht zäumen, das Material. Und zwar in der Breite des Reißverschlusses und so 3-4 cm lang. Ich werde jetzt im Reißverschluss diese kleinen Stücke oben und unten annähen. Der Reißverschluss ist etwas kürzer als die Breite der Tasche. Die Innentasche kann man entweder, wenn man eine Klatsch macht, die unten so gerade ist, wie ich es jetzt hier bei der Filztasche gemacht habe, einfach so anlegen. Wenn man einen Boden haben will, wie ich es jetzt bei der Tasche gemacht habe, dann lege ich das etwas höher. Und zwar mache ich mir jetzt eine Markierung bei 3 cm. Das wird mir reichen für den Boden. Oben habe ich schon 2 cm gesäumt. Nähe ich es jetzt mit einem großen Stich hier auf. Ich wähle deshalb einen großen Stich, weil man die Naht von außen sieht und ich finde, das gibt immer eine schönere Naht, wenn das nicht so kleine Stiche sind. Im nächsten Schritt nähe ich die Vorder- und Rückseite einen Reißverschluss an. Ich achte darauf, dass ich von den Patches auf jeder Seite etwa gleich viel sehe.
Das sind etwa bei mir so 2,5 cm. Dann lege ich das Material einfach auf den Reißverschluss auf. Man braucht es nicht umschlagen, man braucht es nicht säumen, nicht versäubern, gar nichts. Einfach nur hier auflegen und gleichmäßig am Reißverschluss entlang nähen. Ich vernähe das zunächst. Und dann stelle ich mir wieder den großen Stich ein, weil es wieder eine sichtbare Naht ist. Um den Reißverschluss zu öffnen, das ist ein ziemlich dicker Zipper, stelle ich das hoch, drehe den Zipper nach vorn, also drehe den Reißverschluss so quer. Und kann es dann am Fuß vorbeiziehen und mach die Naht dann zu Ende. Zum Vernähen nehme ich wieder einen kleinen Stich. Was hier rechts und links von dem Reißverschluss übersteht, das schneide ich einfach ab. Bevor ich jetzt die Tasche einfach so zusammennähe und bitte nicht vergessen, den Reißverschluss zu öffnen, nähe ich hier meine Miederfedern an. Ich vermittel die Federn gleichmäßig und nähe sie auch nicht so weit nach oben. Ich denke, so etwa wird es richtig. Das sind jetzt etwa 10 cm von unten und dann einfach vermitteln. Ich muss es mit Hand annähen, da habe ich leider keine Chance, mit der Nähmaschine durchzukommen. Dann angenäht sind, nähe ich die Tasche zusammen und schließe dabei die Seitennähte der Innentasche. Da das jetzt keine sichtbare Naht ist, mache ich einen ganz normalen Stich von 2,5 Länge. Jetzt noch die Ecke abschrägen, damit ich einen kleinen Boden habe. Dafür lege ich diese Naht auf diese Naht und zwar so. Dass sie genau aufeinander liegt. Und die untere Seite der Tasche dient mir jetzt als Hilfslinie. Die Innentasche, die untere Seite der Innentasche. Das mache ich auf beiden Seiten und dann schaue ich mir es nochmal an und kappe die Spitze etwas ab. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn es euch interessiert, geht mal auf unserem Blog vorbei. Den Link findet ihr unter diesem i. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.